Ja, dann herzlich willkommen zu unserer zweiten inhaltlichen Live-Session im Wissensmanagement 2021. Stefan, wir kennen uns auch schon gefühlt ewig. Ja, wir sind beide aktive Mitglieder der Gesellschaft für Wissensmanagement. Sein Geld verdient er als sogenannter Information- und Content-Professional. Das heißt, der Stefan geht auf die Jagd nach Informationen und bereitet diese Informationen auf. Und deshalb sind seine Themen im WEMU, haben immer auch mit dieser Fragestellung Informationen recherchieren, Informationen auch rezipieren. Und da ist ja, ich sag mal, in den letzten Jahren auch das Thema Fake News, Falschinformation, das hatten wir letztes Jahr. Und dieses Mal geht es um kognitive Verzerrungen, also auch so ein bisschen in die Richtung Achtung, ja, bei der Informationsverarbeitung, bei der Informationsauswahl. Und damit übergebe ich jetzt aber auch an dich, Stefan. Ja, prima. Vielen Dank, Gabriele, für die nette Einleitung, für die freundliche Einleitung. Ja, mein Name ist Stefan Zillig. Herzlich willkommen auch von mir in der Runde. Ich bin Information Content Professional in Berlin. Und kurz zusammengefasst, was mache ich? Ich bin für meine Kunden unterwegs und recherchiere fachliche und kulturelle Inhalte. Ich bereite diese Inhalte professionell auf und führe generell Expertise und Know-how so zusammen, dass daraus gute Resultate herauskommen. Ich übersetze diese Ergebnisse in öffentliche Formate, zum Beispiel Fortbildungen, zum Beispiel Veranstaltungen und auch Publikationen. Ich will mit euch direkt einsteigen in mein Thema und würde dafür erstmal meinen Bildschirm mit meiner Präsentation teilen. Ja, also es geht um die Truthahn-Illusion. Das ist eine kognitive Verzerrung beim professionellen Umgang mit Informationen. Ich betone professioneller Umgang mit Informationen. Also ich berichte euch ein paar interessante Punkte aus meiner Tätigkeit als Information und Content Professional. Es sind aber durchaus Situationen, die ihr sehr gut selbst aus eurer beruflichen Erfahrung kennt. Und ich will mit euch einfach jetzt direkt in dieses Thema einsteigen. Für den Truthahn, um den es hier geht, auch im Titel meiner Präsentation heute, für den Truthahn kam das Ende am Thanksgiving völlig überraschend. Alles, was er vorher erlebt hat, erfahren und verstanden hat, sprach eigentlich für ein schier ewiges Leben inklusive behaglichem Nest mit Futter. Der täglich aufgefüllte Futtertrog, die schöne Umgebung und sogar die offensichtlich freundlichen Personen in seinem Umfeld, alles schien einfach und sicher und gut. Leider hat der Truthahn dabei einen entscheidenden Fehler gemacht. Er hat der Neigung nachgegeben, aus diesem andauernden Zustand einen Trend für die Zukunft zu extrapolieren. Dieser Trend war für ihn absolut positiv. Alles wird so weitergehen, inklusive Sicherheit und ausreichend Nahrung. Und je länger dieser Zustand andauerte, desto stärker wurde dieser Trend, desto weniger Anlass natürlich war gegeben, den Trend zu hinterfragen. Diese gefühlte Sicherheit ist mit dem Trend permanent gewachsen. Und das ist schlicht und ergreifend tragisch, denn die gefühlte Sicherheit ist ausgerechnet in dem Moment am allergrößten, wenn der Trend in sich zusammenbricht. Der Schock über den Trendbruch und über die fatalen Folgen konnte in dem Moment also nicht größer sein. Das Ganze wurde verursacht durch eine typische kognitive Verzerrung beim Umgang mit Informationen. Betroffene Börsenmakler und Fachleute sprechen von der Truthahn-Illusion. Beim Umgang mit Informationen gibt es sehr unangenehme, extrem unangenehme Problemzonen. Und ihr ahnt es bestimmt, nicht nur Truthähne leiden unter diesen Problemzonen. Ganz global gesprochen können wir drei Problemzonen beim Umgang mit Informationen unterscheiden. Erstens, wir haben viel zu viele Informationen. Zweitens, vieles davon ergibt überhaupt keinen oder nur sehr wenig Sinn. Und drittens, wir haben viel zu wenig Zeit und müssen trotzdem schnell handeln. Ich denke, diese Situation, diese Punkte kennt ihr aus eurem täglichen Berufsfeld. Diese drei Problemzonen bereiten uns viel Verdruss. Sie sind anstrengend und halten uns obendrein auch noch auf. Wir müssen aber trotzdem irgendwie weiterkommen im Beruf und Alltag. Und genau dafür nutzt unser Gehirn eine umfangreiche Sammlung mit speziellen Tricks und Strategien, mit denen wir erstens die große Menge an Informationen filtern können und eben damit auch reduzieren auf das sogenannte Notwendige.
mit denen wir zweitens fehlenden Sinn und Erklärungen finden und auch erfinden können und mit denen wir drittens Zeit sparen können, um endlich zu handeln, um endlich zum Schluss zu kommen. Diese Tricks und diese Strategien sehen aus wie perfekte Abkürzungen beim Denken, aber oft führen sie zu Wahrnehmungs- und Denkfehlern. Die Rede ist von kognitiven Verzerrungen. Dazu eine kleine Definition, die ich aus diversen Quellen jetzt auch mit Blick auf die Praxis anwendbar halte. Kognitive Verzerrungen, Englisch übrigens Cognitive Bias, sind systematische fehlerhafte Neigungen, meistens unbewusst, beim Wahrnehmen, beim Erinnern, beim Denken und beim Urteil. Das Hinterhältige dabei: kognitive Verzerrungen treten sehr, sehr unauffällig auf. Sie bleiben meist sogar unbewusst und gleichzeitig erscheinen sie uns nützlich und effizient. Das Resultat: Bewertungen und Entscheidungen, die von rationaler Objektivität erheblich abweichen können. Ich will mit euch in den nächsten 30 Minuten drei Stationen ansteuern. Als erstes will ich euch meine Top 8 kognitiver Verzerrungen vorstellen, die ich selbst häufig erlebe, beobachte, die typisch sind beim Umgang mit Informationen. Darin auch enthalten durchaus die Frage, warum wollen wir ausgerechnet in Bankenhochhäusern an Bauernweisheit glauben? An Station 2 der Agenda will ich euch darauf hinweisen, warum diese lästigen Verzerrungen mitunter auch nützlich sind. Und wir fragen uns am Rande, können Energiesparmethoden beim Denken eventuell Leben retten? Und am Schluss gibt es Tipps und Kniffe für die Macher und die Pragmatiker unter euch, verbunden natürlich mit der ganz wesentlichen Frage, hatte der Truthahn jemals eine Chance? Ganz wichtiger Hinweis für die ganze komplette Session und auch generell für das Thema, wenn die Rede von kognitiven Verzerrungen ist, ist damit keine Wertung gemeint. Es geht also nicht darum, auf jemanden mit dem Finger zu zeigen und des verzerrten Denkens zu beschuldigen. Wir alle sind von kognitiven Verzerrungen betroffen. Sie sind normal, sie sind menschlich, sie gehören zum menschlichen Denken dazu. Ich will euch jetzt als allererstes in der ersten Station meine Top 8 kognitive Verzerrungen vorführen, die ich bei meiner Arbeit als Information Professional sehr häufig beobachte und die ich für besonders tricky halte. Auch wenn ich die Beispiele im Rahmen der heutigen Session nur skizziere und anreiße, dahinter steht umfassende Forschung und Diskussion. Und am Schluss werde ich dazu eine kurze Quellenauswahl auflisten. Steigen wir also direkt ein mit einer kognitiven Verzerrung, die ich euch heute als erstes vorstellen möchte, so mit dem Thema oder mit dem Motto Do it yourself. Selbstgemacht finden wir am besten. Es geht um den IKEA-Effekt. Als Einstieg, kurze Episode aus einem Beratungsprojekt im Bereich Automobil, für das ich mal gearbeitet habe. Dabei ging es auch um komplexe Absatzzahlen für den Automobilmarkt in Osteuropa. Im Projektteam haben ein Berater und zwei Praktikanten Tage und Nächte lang Zahlen aus dem Internet für dieses Thema zusammengesucht. Die Informationslage war ziemlich uneinheitlich wegen sehr vieler unterschiedlicher Quellen und unterschiedlicher Berechnungsmethoden. Die Projektleitung hat mich dann irgendwann beauftragt, zusätzlich relevante Marktreports zu recherchieren. Ich konnte Hinweise liefern zu sehr guten Reports angesehener Informationsanbieter und hatte dann ein massives Problem. Ich hatte große Mühe, das Projektteam von der Qualität der Reports zu überzeugen. Warum? Weil eben Berater und Praktikanten schon so viel Aufwand in ihre eigene Informationssammlung gesteckt hatten. Sie haben Informationen und Resultate selbst entwickelt und für sie war das viel wertvoller als der Report von der Stange irgendeines externen Anbieters. Das ist der typische IKEA-Effekt. Selbst gebaut ist mehr wert als fertig geliefert. In der Verhaltensökonomik spielt dieser Effekt eine erhebliche Rolle. Kunden bevorzugen Selbstbaumöbel im Karton, das kennt ihr alles, die sie auch noch selbst zusammenbauen und die sie auch noch selbst transportieren sollen, anstatt der relativ gleich teuren Möbel, die sie fertig zusammengebaut geliefert bekommen könnten. Den IKEA-Effekt kennt ihr auch, könnt ihr auch beim Umgang mit Informationen übrigens relativ häufig beobachten. Auf dem Informationsmarkt, sehr typisch und häufig angeboten, kenne ich also auch fast täglich aus meiner Arbeit, heißt das zum Beispiel nicht die ganze Studie oder den ganzen Report kaufen,
sondern nur die Abschnitte, die ich für mein Projekt benötige. Das erweckt den Eindruck, ich habe es irgendwie doch selbst zumindest teilweise mitentwickelt. Die Bindung zu dem Produkt, das ich für teures Geld anschließend kaufe, wird vergrößert. Beobachtet mal die Serviceangebote um euch herum, auch im Bereich Informationen. Der IKEA-Effekt lässt sich entdecken bei Handyverträgen, beim Abschluss von Versicherungen, ganz besonders auch beim Kauf von Autos. Die Ausstattung ganz individuell zusammenzustellen, verbindet uns noch stärker mit dem gekauften Produkt. Als nächstes eine Verzerrung, die ihr sicher alle kennt. Das ist der Bestätigungsfehler. Wir bevorzugen Dinge, die unsere Überzeugung bestätigen. Den Bestätigungsfehler kennt ihr aus eigener Erfahrung. Ich will euch zwei Varianten aus diversen Projekten vorstellen, die ich oft erlebe. Variante 1, der eine und gleiche Bericht zu einem beliebigen fachlichen Thema wird von unterschiedlichen KollegInnen mit unterschiedlichen Meinungen völlig unterschiedlich interpretiert. Die Beobachtung dabei, jede Person zieht sich dabei genau die Aspekte heraus, die zur eigenen Meinung am besten passen. Die übrigen Aspekte werden kleingeredet oder sogar aus der persönlichen Interpretation ausgeschlossen. Anhand der gleichen Datengrundlage werden also völlig unterschiedliche oder sogar gegensätzliche Positionen bestätigt. Endlose Diskussionen sind hier vorprogrammiert. Das Phänomen kennt ihr sicher aus dem Umgang mit Statistiken, zuletzt erlebt übrigens bei der Interpretation von sehr knappen Wahlergebnissen. Die Variante 2 ist noch eine zeitliche Stufe vorher, nämlich schon bei der Suche nach Informationen. Der Auftraggeber äußert hier einen Wunsch, der für mich völlig erstaunlich klingt. Er will bereits bei der Zusammenstellung der Informationen, also bei der Recherche, für die ich beauftragt werde, nur diejenigen Inhalte vorgelegt bekommen, die seine bestehende Ansicht voraussichtlich bestätigen werden und den Rest eben nicht. Hier wird eine sehr menschliche Neigung sichtbar. Information wird so ausgewählt und bewertet, dass damit die eigenen Erwartungen bestätigt werden. Widersprüchliches muss draußen bleiben. Ihr könnt euch vorstellen, das kann mitunter fatal enden bei Beratungsprojekten zum Beispiel, in denen sich Marktinformationen sehr schnell verändern können. 3 Punkte. Warum lieben wir bestätigende Informationen? Weil passende Informationen besser in unserer Erinnerung bleiben. Was passt, merke ich mir viel schneller. 2. Weil wir gut passende Informationen höher bewerten als gegensätzliche. Wenn es schön passt, dann gefällt mir das einfach besser. Und 3, weil wir damit die Vielzahl an Informationen und Informationsquellen erheblich reduzieren können. Ja, und schnell und effizient gefällt mir sowieso. Mein Tipp an euch als Praktiker: Wenn ihr diese Verzerrung vermeiden wollt, dann recherchiert ganz gezielt in einem begrenzten Zeitrahmen auch nach widersprechenden Aspekten zu eurem Thema. Und gleich geht's weiter mit der nächsten kognitiven Verzerrung. Das ist der Anker-Effekt. Diese Verzerrung ist extrem manipulativ. Deren Motto ist, das Erste, was wir beurteilen, beeinflusst unser Urteil über alles andere, was folgt. Der Anker-Effekt beschreibt unsere Neigung, uns an derjenigen Information zu orientieren, auf die wir zuallererst stoßen. Dieser Anker hält uns dann regelrecht fest, wenn weitere Informationen dazukommen. Das heißt, wir bewerten weitere Informationen oft anhand der allerersten Info, die übrigens zufällig sein kann, und richten unsere anschließenden Entscheidungen und Handlungen tendenziell genau danach aus. Besonders hinterhältig auch hier: Dieser Einfluss der ersten Information ist uns oft nicht bewusst. Und diese erste Info muss nicht unbedingt relevant sein für unsere eigentliche Frage oder Entscheidung. Und die Folge ist eine systematische Verzerrung in Richtung des Ankers. Ich will euch dazu ein kleines Beispiel geben, so oder so ähnlich erlebt in Beratungsprojekten. Bei einem Beratungsprojekt im Bereich Maschinen- und Anlagenbau in Deutschland erhält der Berater, der mich beauftragt hat, eine Absatzzahl laut VDMA. Und diese Zahl lautet 1,5 Millionen. Später kommt eine Absatzzahl des Bundesamtes für Statistik hinzu mit 0,7 Millionen Absatz.
Und die Reaktion des Beraters, diese neue Zahl ist ja viel zu niedrig. Und klarer Fall, er orientiert sich an der erstgelieferten Zahl. Sein Anker ist ganz klar bei der ersten Zahl, 1,5 Millionen. Die spannende Beobachtung aus etlichen Untersuchungen und auch eigener Anschauung in Projekten, hätte ich zuerst ihm die 0,7 Millionen genannt und wäre ihm anschließend die 1,5 Millionen viel zu hoch gewesen, dann wäre sein Anker hier gewesen. Für den Berater war die erste Information der Anker für alle weiteren Einschätzungen. Und ihr kennt diese Beobachtung sicher selbst. Ich will euch da kurz einladen zu einem kleinen Sekundentest. Dies ist bei Mailchimp die Preisliste. Wie teuer kommen euch die Abo-Modelle rechts vor, wenn ihr das Angebot ganz links seht? Und das ist ganz klar. Links, das scheint sehr teuer zu sein. Der Anker ist gesetzt. Alle anderen Preismodelle erscheinen euch mit einem Schlag extrem günstig. Ihr kennt dieses Phänomen aus jedem Sommerschlussverkauf, aus jeder Marktsituation, wenn die großen roten Zahlen auf den Preisschildern erscheinen. Das ist ein ganz klarer Fall. Vergleiche den Preis vorher mit dem Preis nachher. Das ist der Ankereffekt. Kommen wir als nächstes auf unserer ersten Station hier zu einer eleganten Verzerrung, eine elegante kognitive Verzerrung, der Rhyme-as-Reason-Effekt. Motto, schöne Dinge überzeugen uns eher. Ich will euch dazu ein Beispiel geben, eine Bauernweisheit. Und eine Bauernweisheit ganz anderer Art gibt es aus dem Börsenwesen. Das ist diese hier, sell in May and go away, but remember to come back in September. Das ist übrigens ein Spruch aus den USA, der häufig an den Börsen in den 30er und 40er Jahren gehandelt wurde, wo eben Händler oft zwischen dem Memorial Day Ende Mai und dem Labor Day Anfang September Urlaub machten. Wie weit diese gereimte Wahrheit relevant ist, kann man natürlich sofort in Frage stellen. Sie sieht schön aus. Sobald Information gereimt ist oder irgendwie schön und harmonisch wirkt, empfinden wir sie als eher zutreffend und wahr und sie bleibt schlicht und ergreifend besser hängen. Der Rhyme-as-Reason-Effekt beschreibt unsere Neigung, den Wahrheitsgehalt einer Aussage nach äußerlichen, ästhetischen Gesichtspunkten zu bewerten. Sobald etwas gereimt ist oder irgendwie schön und harmonisch klingt und wirkt, ist es wahrer und zutreffender in unserer Auffassung. Dann merken wir uns das besser, es hat einen positiveren Zugang zu unseren kognitiven Vorgängen. Und das gilt auch im Übrigen ganz besonders für schön gemachte, konsistent aussehende Informationen. Die bleiben eher hängen. Und was dort geliefert wird, erscheint eingängiger und damit stärker gültig. Dazu auch wieder ein kleines Beispiel aus einem Projekt, in einem Beratungsprojekt zum Markt für Kühltruhen. Die kennt ihr aus den Supermarktketten. War nur wirklich wenig verlässliche Information für Europa verfügbar. Letztlich waren zwei relevante Dokumente verfügbar, die aber unterschiedlicher nicht hätten sein können. Erstens die mehrseitige Präsentation eines US-amerikanischen Anbieters für Marktstudien mit Tabellen, farbigen Kuchendiagrammen, Stapeldiagramme, sehr professionelle Aufmachung. Und zweitens zwei A4-Seiten mit handschriftlichen Notizen aus einem gerade geführten Experteninterview mit dem Leiter des Europäischen Verbands für Kühllogistik. Dieses Interview wurde von meinen Research-Kollegen selbst im Auftrag der Kunden durchgeführt. Ja, das Resultat, wie selbstverständlich haben die Berater nach der Präsentation gegriffen und die handschriftlichen Notizen ja fast ignoriert. Wir mussten die wirklich richtig runterschieben, damit die nicht hinten runterfallen. Und das übrigens, obwohl in dem Experteninterview exakt die spezifischen Daten aus dem Projektteam beantwortet wurden, während die Infos in der Präsentation eher allgemein gehalten gewesen sind. Und direkt weiter geht's mit einer Verzerrung, die wir als Konsumenten, die ihr als Konsumenten sehr, sehr gut kennt, der Post-Purchase-Effekt, die Situation nach dem Kauf eines Produkts. Wir wollen uns selbst durch möglichst rationale Argumente davon überzeugen, dass eine teure Anschaffung vor allen Dingen sich lohnt. Nach dem Kauf eines Kleidungsstückes zum Beispiel, eines Möbels oder nach einem Restaurantbesuch kommen euch plötzlich Zweifel. Das war eigentlich unnötig. Es ist irgendwie fehlerhaft oder überteuert. Was geschieht jetzt oft?
Wir schreiben diesen Erwerb nach dem Kauf unbewusst eine dermaßen hohe Bedeutung oder Qualität zu, dass wir nachhaltig von der Richtigkeit des Kaufs überzeugt sind. Und plötzlich passt es wieder zu 100%. Dieses Phänomen lässt sich ganz besonders beim Umgang mit kostenpflichtiger oder oft ja auch teurer Information beobachten. Denkt an die Anschaffung teurer Marktstudien oder auch Jahresabos für Fachzeitschriften. Und jetzt stellt sich heraus, ja, es passt nicht so richtig. Aber das Budget ist weg, das Produkt ist da. Das Problem, obwohl wir uns bewusst für unser Produkt entschieden haben und die damit verbundenen Aufwände, werden wir jetzt enttäuscht. Unsere Erwartungen werden nicht erfüllt und das verursacht eine erhebliche Unruhe in uns und auch vielleicht bei den Budgetgebern, die wir irgendwie ausgleichen wollen. Wie machen wir das am besten? Wir spielen die entdeckten Mängel herunter, ignorieren sie sogar und gleichzeitig schreiben wir den alternativen Produkten, die wir nicht eingekauft haben, eher negative Eigenschaften zu. Die schlimmste Konsequenz im Projektalltag wäre jetzt im Bereich Information. Wir stoppen die weitere Informationsrecherche, weil die kostenpflichtige Marktstudie haben wir ja schon, die war teuer genug, das muss jetzt erstmal genug sein. Der Tipp vom Infoprofi an dieser Stelle, im Budget für Fachinformation immer einen Puffer zum Nachbessern einbauen, bauen für genau solche Fälle. Und weiter geht's zu einer kognitiven Verzerrung, die in Arbeitsgruppen recht häufig zu beobachten ist, der Shared Information Bias. Wir wollen gerne über Dinge sprechen, die uns mit den anderen bereits verbinden. Also Bekanntes wird eher besprochen als Unbekanntes. Das ist ein Phänomen, das man ebenfalls sehr häufig in informationsintensiven Projekten beobachten kann. Die Gruppenmitglieder sitzen im wöchentlichen Showfix und sollen sich gegenseitig auf den neuesten Stand bringen. Dabei entsteht oft die Tendenz, mehr Zeit und Energie auf die Diskussion von Informationen zu verwenden, die allen Mitgliedern bereits bekannt sind. Das heißt, schon geteilte Information wird ausführlich besprochen und gleichzeitig wird weniger Zeit und Energie aufgewendet für die Diskussion von Infos, die nur einigen Mitgliedern bekannt sind, eben jetzt in dem Fall die noch nicht geteilte Information. Das heißt, bekannte Infos werden diskutiert, nicht bekannte Infos tendenziell eher ausgelassen. Eigentlich wäre die Diskussion über die noch nicht geteilten Informationen viel notwendiger für alle und auch übrigens für den Projekterfolg. Und trotzdem sind Gruppen oft stärker motiviert, bereits geteilte Informationen zu diskutieren. Damit lässt sich zum Beispiel hervorragend Einigkeit und Zusammenhalt in der Gruppe erreichen oder gemeinsame Grundlagen und Vorgehensweisen nochmal gemeinsam auch emotional absichern. Nächster Punkt, nächste kognitive Verzerrung ist sehr plakativ, aber es gibt sie, nämlich der Vogel-Strauß-Effekt. Den kennt ihr alle. Wir wollen negative Zusammenhänge lieber nicht sehen. Diese Verzerrung ist eigentlich viel zu platt, um hier genannt zu werden, aber tatsächlich kann man sehr häufig auf den Finanzmärkten vor allen Dingen beobachten, dass es sie gibt und in entsprechenden Projekten übrigens auch. Dabei geht es um den Versuch von vor allen Dingen Investoren, negative Finanzinformationen möglichst zu vermeiden und auch ganz bewusst zu ignorieren. Der Name stammt natürlich aus der weit verbreiteten, aber falschen Idee, dass Strauße ihren Kopf in den Sand stecken, um Gefahren zu vermeiden. In der Psychologie wird der Effekt so beschrieben, ich fand dieses Zitat ganz interessant, es geht darum zu vermeiden, sich Informationen auszusetzen, von denen man befürchtet, dass sie psychologisches Unbehagen verursachen können. Ich beobachte den Vogel-Strauß-Effekt häufig in der Endphase von Projekten. Die Situation, Konsens im Projektteam wurde erreicht, das Projektziel ist relativ nah, die Informationsrecherche war umfangreich, sie ist ebenfalls abgeschlossen, die Interpretation der Information war komplex, aufwandreich und man bewegt sich jetzt auf ein gutes Resultat zu. Man ist jetzt eigentlich erleichtert, dass man sich nach all dem Aufwand endlich in der Abschlussphase befindet und will gerne durchziehen bis zum Ende. Und eigentlich ist es ja auch fast menschlich, dass gerade jetzt keine neuen oder gar abweichenden Informationen mehr gewünscht sind. Und obwohl ich als Infoprofi weiterhin Updates aus dem Markt für das jeweilige Projekt liefern soll, bemerke ich öfters tatsächlich das Desinteresse und das Wegducken im Team, wenn etwas Unerwartetes oder Widersprüchliches auftaucht. Kurz und knapp, mit dem Vogel-Strauß-Effekt soll Stress und Unbehagen vermieden werden durch, hart formuliert, Ignoranz. Der Tipp
der Tipp vom Infoprofi in dieser Situation, es ist absolut notwendig, das Informationsmanagement in Projekten auf deren Leitungsebene zu platzieren. Informationsmanagement gehört ganz nach oben im Projekt. Ich will noch ganz kurz auf eine Verzerrung hinweisen, die ebenfalls häufig in zwischenmenschlichen Situationen auftritt. Das ist der naive Realismus. Wir glauben, dass wir die Welt objektiv und unvoreingenommen sehen können, im Gegensatz zu anderen, die das nicht so gut können. Der naive Realismus ist ein Begriff aus der Sozialpsychologie. Er beschreibt Folgendes: Wir erwarten, dass andere Menschen zu den gleichen Schlussfolgerungen kommen müssten wie wir, wenn ihnen die gleichen Informationen vorliegen. Die anderen müssen die Informationen nur ganz einfach auf rationale Art und Weise interpretieren, so wie wir das ja auch tun. Oder eben ganz kurz und knapp: Wir selbst haben Recht, weil wir selbstverständlich objektiv denken können. Und die anderen sind dazu halt eher nicht in der Lage, weil sie eher uninformiert, voreingenommen oder auch irrational sind. Das war meine erste Station mit euch. Es ist eine ganz kleine Auswahl gewesen an kognitiven Verzerrungen im Zusammenhang mit Informationen, aber auch nicht im Zusammenhang mit Informationen. Es gibt an die 200, die insgesamt beobachtet wurden. Was wir jetzt nicht ansprechen, sind Kombinationen oder auch Abhängigkeiten von kognitiven Verzerrungen. Das ist ein sehr, sehr umfangreiches Thema, auf das wir heute nicht zu sprechen kommen. Aber ich will euch in der nächsten Station meiner Präsentation darauf hinweisen, dass diese kognitiven Verzerrungen eventuell am Ende doch nützlich sein können. Nochmal kurz der Hinweis: Es geht bei unserer Betrachtung nicht um Bewertung oder Verurteilung, sondern um das Erkennen und das Wissen über kognitive Verzerrungen. Sie gehören, ich kann es nicht oft genug betonen, sie gehören normal zum menschlichen Denken dazu. Und sie sind sogar notwendig, denn die drei bekannten Problemzonen beim Umgang mit Informationen halten uns permanent auf Trab. Ihr erinnert euch, oft haben wir einfach gar keine Zeit zum Nachdenken. Langes Nachdenken kann unter bestimmten Bedingungen sogar lebensgefährlich sein. Wir haben viel zu viele Infos und vieles von dem, was wir kennen, ergibt keinen Sinn. Kognitive Verzerrungen sind sehr effektive Lösungen oder Strategien, die uns behilflich sind beim Denken, beim Entscheiden, beim Handeln, eben diese drei Problemzonen zu reduzieren. Kognitive Verzerrungen sind geistige Abkürzungen. Sie sind quasi Energiesparmethoden beim Denken. Und kognitive Verzerrungen helfen uns tatsächlich dabei, schnell und problemlösend zu reagieren. Sie unterstützen uns dabei, viele Infos auf wenige zu reduzieren, und sie unterstützen uns, sinnlose Dinge irgendwie zu erklären. Das Problem: Oft liegen wir damit leider falsch. Wir schätzen Zusammenhänge falsch ein, wir übergehen Wesentliches, wir entwickeln uns nicht weiter und machen alles wie bisher. Wir reden uns eigentlich problematische Situationen schön, wir stützen uns auf Vorurteile. Und oft bringen wir unsere Pläne damit gesamt zum Scheitern. Ich glaube, ihr gebt mir recht, das klingt schlimm. Es ist aber nicht so schlimm, denn es gibt Methoden und Möglichkeiten, damit umzugehen. Und damit komme ich zum nächsten Punkt. Nächste Station, das sind ja Möglichkeiten, wie es weitergehen kann. Denn wir sind nicht ganz hilflos angesichts kognitiver Verzerrungen beim Umgang mit Informationen. Wir können nämlich unsere Anfälligkeit für verzerrtes Denken zumindest reduzieren. Zum Beispiel dadurch, dass ihr bis jetzt an dieser Wembook Live Session teilgenommen habt. Das ist ein sehr guter Schritt in eine sehr gute Richtung. Wenn wir uns bewusst sind, dass wir tendenziell immer dazu neigen, verzerrt zu denken, können wir unser eigenes Denken sinnvoll und kritisch hinterfragen. Das ist eine Einsicht, die wichtig und notwendig ist für das weitere Vorgehen. Die Bereitschaft zu akzeptieren, dass wir uns getäuscht haben könnten, ist die Grundlage für einen konstruktiven Umgang mit kognitiven Verzerrungen. Und das gibt praktische Methoden und Werkzeuge, um kognitive Verzerrungen zu erkennen und um sie auch zu reduzieren. Dazu will ich euch ein paar Methoden zumindest kurz skizzieren, nicht ausführlich darauf eingehen. Dafür haben wir heute nicht Zeit. Vielleicht können wir daraus sogar eine eigene WMUX-Session machen. Diese Methoden sind interessant mit Blick auf den professionellen Umgang mit Informationen, speziell im beruflichen Alltag. Ich will einsteigen gleich mit der allerschwierigsten Methode,
verlangsamt Entscheidungsprozesse. Das ist im beruflichen Alltag eine der schwierigsten Aufforderungen. Aber wenn ihr das konstruktiv betreibt oder die Gelegenheit, das irgendwie einzubauen habt, werdet ihr feststellen, Entscheidungen zu hinterfragen, Gründe zu hinterfragen, Gründe für Entscheidungen zu überdenken, ist sehr, sehr hilfreich. Dazu gehört auch, die eigene Perspektive zu wechseln. Also nicht nur die eigenen Standpunkte zu durchleuchten, sondern nach dem Harvard-Prinzip sich auch auf die gegenüberliegende Seite zum Beispiel zu schlagen und deren Argumente und deren Hintergründe zu durchleuchten. Zu den Methoden gehört auch, kulturelle Stereotype zu hinterfragen. Das betrifft jeden, jede von euch, die in internationalen oder interkulturellen Zusammenhängen arbeiten, in interkulturellen Teams arbeiten. Jeder hat seine Bildung, seine Geschichte, seinen Hintergrund, seinen sozialen. Den zu kennen ist von großem Vorteil, wenn es darum geht, Informationen und Entscheidungen zu finden. Zu den Methoden gehört auch, und das ist jetzt wieder um so ein bisschen mehr meine Domäne, das Wissen über eigene Schwächen und Schwachpunkte beim Umgang mit Informationen. Viele Punkte, die wir in den letzten zwei MOOCs, die ich euch in den letzten zwei WMOOC-Sessions vorgestellt habe, gehören dazu und noch etliches mehr. Das ist im Prinzip Information Know-how im Alltag. Hier zu wissen, was kenne ich und was könnte ich noch kennenlernen, könnte eine grundsätzlich gute Frage sein. Die Fitness im Umgang mit Informationen ist eine tägliche Aufgabe. Am Abend sind wir oft einfach genervt und erschöpft von den zigtausenden an Informationen, die wir über den laufenden Tag erhalten haben. Am Abend sollten wir beispielsweise keine allzu komplexen Entscheidungen mehr treffen müssen, es sei denn, natürlich, es muss sein, klarer Fall. Und letzter Punkt hier, das Critical Thinking, das ist einer meiner Lieblingspunkte, zu dem ich euch auch nochmal einen ganz kurzen Sekundenkurs für das Critical Thinking geben möchte, nämlich die drei Punkte, die ihr sicher alle kennt. Denk erstmal drüber nach, bevor du urteilst. Frage nach, das heißt das Gegenüber ansprechen, woher kommt die Information, woher nimmt der andere sich die Expertise, was ist die Informationsquelle. Und der dritte Punkt, suche gezielt nach anderen Hypothesen für das Thema, versuche andere Erklärungen, Ursachen oder auch alternative Pläne und Lösungen zu finden und zu entwickeln. Ja, soweit meine weitere Station. Jetzt, was die Methoden angeht, kurze Zusammenfassung. Was wollte ich euch zeigen? Ich wollte euch zeigen, kognitive Verzerrungen sind systematische, fehlerhafte Neigungen beim Wahrnehmen, Erinnern, beim Denken und beim Urteilen. Vor allen Dingen dann eben, wenn wir mit Informationen in professionellen Zusammenhängen arbeiten. Diese Verzerrungen bleiben meist unbewusst und führen oft zu Bewertungen und Entscheidungen, die nicht rational oder objektiv sind. Wie schon erwähnt, an die 200 kognitive Verzerrungen sind bekannt. Und in dieser Live-Session habe ich euch zunächst entführt in die Sammlung von Top 8 kognitiver Verzerrungen, speziell beim Umgang mit Informationen. Und vielleicht übrigens nicht nur Informationen, sondern auch Fragestellungen in den Raum beim Umgang mit Wissen. Im zweiten Teil ging es vor allem um die Erkenntnis, dass kognitive Verzerrungen trotz allem normal zum menschlichen Denken dazugehören. Und sie erscheinen uns ja auch durchaus als nützlich, nämlich genau dann, wenn wir schnell handeln müssen und im Denken und Entscheiden dringend Abkürzungen benötigen und wollen. Und schließlich die Erkenntnis, sie lassen sich kaum vermeiden. Wir müssen aber trotzdem irgendwie versuchen, damit umzugehen. Und das können wir, indem wir versuchen, sie zu erkennen und zu reduzieren. Im letzten Teil meiner Session ganz kurz skizziert eine kleine Auswahl an praxisnahen Ideen und Methoden. Zusammenfassend und ja, mit einem durchaus mitfühlenden Blick auf das Schicksal unseres Truthahns. Ich kann natürlich nicht beurteilen, ob dem Truthahn all dieses Hintergrundwissen letztlich gedient hätte. Aber vielleicht hätte er mit der Kenntnis darüber schon weit vor Thanksgiving ein paar nützliche und auch kritische Fragen gestellt. Ja, soweit von mir. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und fürs Mitdenken. Und jetzt freue ich mich zusammen mit den Moderatoren Gabriele und Dirk auf eure Fragen und Hinweise. Ja, also ganz vielen Dank, Stefan, erstmal für deinen tollen Vortrag, wie ich finde, zu einem Thema, was mir auch persönlich immer so sehr am Herzen liegt. Ich habe jetzt gesehen, es gibt schon die erste Frage im Chat. Gesak, vielleicht kannst du dich kurz vorstellen, das Mikrofon freischalten, die Frage selber stellen.
Ja, kann ich gerne. Stefan, vielen Dank für deinen Input. Das sind ja immer so Sachen, wo man sich wirklich an die eigene Nase fassen muss. Also geht mir beim Recherchieren auch oft so. Ich finde auf den ersten Blick irgendwas und denke, ah, guck mal, das ist die Richtung, wo ich recherchieren muss. Und denke nachher, oh, schade, das war es gar nicht. Meine Frage ist eben, wie macht man dann aber auf solche Verzerrungen, wenn das in einem Team oder in einem Projekt so auftaucht oder einem eben auffällt, wie macht man darauf aufmerksam? Denn es ist ja schon so, ne, es ist ja durchaus ein vielleicht konfliktträchtiges Thema zu sagen, ah, Leute, ne, ihr habt da eine These aufgestellt, aber ihr ignoriert hier völlig negative Zusammenhänge oder ihr wollt das eigentlich gerne so sehen, es ist aber gar nicht so. Da mache ich mich ja durchaus auch unbeliebt. Was ist da so eine Strategie, die man wählen könnte? Ja, das ist keine leichte Frage, weil das hängt natürlich auch von der Umgebung ab und auch es hängt vom Stand, von deinem eigenen Stand ab oder deiner eigenen Position und Rolle im Projekt, in der Unternehmung. Nochmal der Hinweis, je weiter oben du angesiedelt bist, desto besser. Und also oben meine ich jetzt Projektleitung in dem Fall oder Firmenleitung. Wenn du aus der Linie heraus argumentierst, auch meine Erfahrung, stimme ich dir völlig zu, man wird ganz, ganz schnell als Bedenkenträger abgestempelt, gerade wenn die Endphasen-Euphorie eingesetzt hat und der letzte Spurt in einem Projekt gestartet wurde, dann will man eigentlich nicht aufgehalten oder wollen alle nicht aufgehalten werden. Meine Idee hier ist, mit Argumenten aus der sachlichen, aus dem fachlichen und sachlichen zu arbeiten. Das setzt natürlich voraus, dass du dich auch eingearbeitet hast und dass du auch einen Stand hast, mit diesen Argumenten aufzutreten. Was mir aufgefallen ist, und das wäre auch mein Tipp an dieser Stelle, auf keinen Fall in irgendeiner Form kognitive Verzerrungen zu erwähnen oder in irgendeiner Form auf einer emotionalen Ebene zum Beispiel zu argumentieren. Also meine Erfahrung speziell mit Beratern ist tatsächlich, sachliche, fachliche Argumente, die am besten auch nachweisbar sind aus guten und fundierten Quellen, ist der beste Zugang, um auf Verzerrungen dann schlussendlich hinzuweisen und auch sie zu beseitigen. Okay, das heißt, du würdest aber auch nicht vorschlagen, wenn man jetzt irgendwie in einem Team ist und man merkt, es läuft irgendwie so völlig in eine falsche Richtung, dass man das irgendwie nochmal so als Workshop oder sowas macht mit so Umgang mit Informationen und auf was muss ich vielleicht achten? Oder wäre das so eine Eskalationsstufe, wenn nichts mehr geht? Ich würde dieses, also die Workshops finde ich ein hervorragendes Tool, aber nur außerhalb von angespannten Situationen. Was bezeichne ich als angespannte Situationen? Projekte zum Beispiel. Man muss natürlich erstens die Freiwilligkeit von Workshops, zweitens der Anlass, ist das eine Strafmaßnahme? Ist irgendwas verbockt worden? Jetzt werden alle zum Workshop verdonnert. Das muss nützlich, das muss attraktiv erscheinen und also Workshops ja, aber eher außerhalb eines konkreten Zusammenhangs oder vielleicht eher dann im Rückblick. Okay, danke schön. Ja, gibt es weitere Fragen? Ansonsten, Dirk. Ich weiß, Dirk hat immer mindestens eine, die berühmte letzte Frage. Nein, die letzte Frage habe ich noch gar nicht. Die hast du noch gar nicht. Ich habe darüber nachgedacht, nochmal ein bisschen über den Truthahn, ne? Was für Fragen könnte er denn stellen? Und ist tatsächlich seine letzte Entscheidung, genieße jeden Tag, weil ich kann sowieso nichts machen. Aber die Frage ist tatsächlich, was sind so typische Ankerpunkte für einen selber, sich das jetzt jederzeit bewusst zu machen? Liege ich tatsächlich auch gerade in dem Bereich dieser kognitiven Verzerrung, wenn ich irgendeine Meinung habe? Also was sind so Ankerpunkte, wie man das selber im täglichen Leben mitbekommt. Wie holst du dich immer da auf die Ebene der Tatsachen zurück? Ja, das ist eine Frage, die fast an die letzte WMUX-Session anknüpft. Eine Antwort, die ich jetzt aber gerne genau auch auf deine Frage nochmal sehr gerne gebe, ist so viel wie möglich gute, gut ausgewählte, gut sortierte Quellen konsultieren und aufmerksam werden, wenn ich zu viel Gleichklang erhalte, also wenn zu viele Informationen oder alle Informationen, die ich zusammenstelle, nur eine Sache bestätigen. Wenn also fast gar kein Diskurs oder keine Diskussion stattfindet. Wenn Widersprüche draußen bleiben, werde ich misstrauisch. Also Widersprüche, nicht, dass ich jetzt ständig auf Krawall gestriegelt drin bin, aber es gehört einfach zum Anführungszeichen normalen Leben dazu, dass Meinungen auf Meinungen stoßen, Aussagen auf Aussagen. Tatsächlich ist es ganz so oft so, jetzt auch gerade im Bereich Wirtschaftsinformation, häufig sich widersprechende Aussagen beruhen
meistens, nicht immer, aber sagen wir mal recht häufig auf unterschiedlichen Berechnungsmethoden. Wenn die Fachleute, die Berater, die Analysten diese Methoden nivellieren und sich einander angleichen, kommen recht ähnliche Ergebnisse bei heraus. Das ist jetzt eine Beobachtung aus dem Bereich der Wirtschaftsinformation. Was jetzt aber den Alltag angeht, den du jetzt gerade eher angesprochen hast, kann ich nur betonen, unterschiedliche Quellen und auch darauf achten, da sind wir wieder beim Cheat-Sheet Desinformation, welche Informationen gehen emotional an mich heran. Dazu gehört natürlich auch die Fähigkeit, sich selbst zu beobachten und zu merken, jetzt kommt eine Information so nah an mich heran, das regt mich jetzt tierisch auf, ich merke, dass ich irgendwie reagiere. Das ist natürlich nur menschlich, das muss auch sein, aber aus der Information Professional Sicht ist das ein sicheres Anzeichen dafür, hier stimmt was nicht. Gut, danke. Es gibt aus der Runde schon inzwischen weitere Fragen. Wenn das nicht der Fall ist, habe ich noch eine. Das hast du ja mit dem Vogelstrauß, Kopf in den Sand und sowas dargestellt. Es gibt natürlich jetzt Situationen innerhalb von Projekten, wo man auch sehr schnell das Gefühl hat, jetzt ist es eigentlich zu spät, diese neue Information noch mit reinzunehmen. Wie geht man am besten mit so einer Situation um? Es gibt ja also jetzt wirklich die Situation, da ist es zu spät, da kann man es nicht mehr ändern. Und dann gibt es ja hier die Situation, vielleicht ist es ja doch noch nicht zu spät. Ab wann ist denn zu spät? Ab wann, fragst du? Es gibt unendlich viel Information. Und man muss in Projekten, man muss in Hausarbeiten, bei Doktorarbeiten, bei Abschlussarbeiten, überall muss man irgendwann den Deckel drauf tun und einfach festlegen, so, ich muss den Rest jetzt tatsächlich aus Information Professional Sicht, ich muss den Rest ignorieren, obwohl er da ist. Das geht aber nicht anders. Tatsächlich muss man irgendwann zum Ende kommen, sonst lässt sich auch zum Beispiel eine Informationsrecherche ewig nicht abschließen, weil am Schluss kommt immer noch ein bisschen noch was dazu. Und hier ist halt wichtig im Team und du selbst natürlich auch zu wissen, das ist der Informationsstand ist ein Zwischenstand. Das ist nie ein Abschluss erreichbar. Es entwickelt sich immer weiter. Und mit diesem Bewusstsein kann man, so kenne ich das zumindest aus den Beraterprojekten, kann man eine Art Routine entwickeln, mit der man darauf hinweist, das ist der Stand heute. Es kann aber durchaus sein, dass morgen noch etwas dazukommt, was wir entweder im Anhang oder in den Fußnoten oder wo auch immer berücksichtigen werden. Gut, danke erstmal. Ich habe gesehen, Elke hat noch eine Frage. Ja, mich treibt eine Frage um und zwar zu Zeitreihen. Wenn Informationen systematisch nur auf einen bestimmten Zeitraum beschränkt werden, dann gibt es Ereignisse, die da schlicht mit draußen sind. Also konkretes Beispiel. Wir haben ja vor 3 Monaten große Überschwemmungen gesehen mit katastrophalen Folgen. Ein Problem in diese Richtung war, dass die Datengrundlage, auf der man Hochwasser mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 oder 100 Jahren berechnet, auf einer Grundlage von Daten basiert, die ab 1947 bis heute zusammengetragen wurden. Die französische Besatzung hat dann einfach festgelegt, ab 1947, das ist jetzt unsere Zone, wir nehmen jetzt diese Daten. Das heißt, man hat historische Daten, die de facto vorhanden waren, schlichtweg ausgeklammert und alles darauf bezogen. Wie schafft man es, dass diese Daten, die unbequem sind, tatsächlich mit einbezogen werden? Und das gilt ja nicht nur dafür. Ich habe ein anderes Beispiel. Der Börsencrash 2007, 2008 ist ja hinlänglich bekannt. Allerdings habe ich vor ein paar Jahren mitbekommen, dass das Risikomanagement bei Banken, in dem Fall bei einer konkreten Bank, wo ich mit dem Risikomanager ein Gespräch hatte, lediglich auf 2 Jahre zurückläuft. Das heißt, diese schwarzen Schwäne, die es ja gibt, die kommen überhaupt nicht vor. Und man bezieht das nicht ein. Wie kann man so etwas tatsächlich mit reinbauen? Da stellst du mir jetzt eine sehr statistisch lastige Frage. In der Tat klingt das extrem komplex. Eine wunderschöne Mischung aus Bestätigungsfehler, Vogel-Strauß-Effekt, bisschen Anker-Effekt ist auch noch mit dabei. Tatsache ist, bei den Statistikthemen, die wir alle wissen, am Ende bei der Interpretation von Statistiken steht das Ergebnis vorher fest und dann werden die Zahlen zusammengemixt.
Und das sollte so nicht sein, aber es wird sehr häufig gemacht, indem man dann eben die Zeitreihen einschränkt, wie du es beschrieben hast, Jahre ausschließt, andere einschließt. Wir kennen das auch alles aus den Indexberichterstattungen, Börse und so weiter, wenn wahnsinnige Ausschläge plötzlich zu sehen sind. Wenn man dann aber dann das Ding auf 10 Jahre aufklappt, dann ist es ein winziger Millimeter, der da höchstens erscheint. Ich kann, also das sind jetzt Weisheiten oder Lehrsätze aus der Statistik, so viel wie möglich Objektivität und möglichst mit, ja, auch mit der Gegenseite, da kommen wir jetzt wieder in die kognitiven Verzerrungen rein, indem man sich auch die Gegenseite, also die argumentative Gegenseite, zu Rate zieht und wirklich unterschiedliche Auffassungen berücksichtigt, wenn es zum Beispiel darum geht, eine Zeitreihe aufzumachen. Nehmen wir die letzten 60 Jahre oder nehmen wir die letzten 160 Jahre? So, ich denke mal, Elke, war das für dich? Ja, wollte auch gerade fragen. Gibt es noch eine weitere Frage aus dem Publikum? Ansonsten komme ich tatsächlich zu meiner so typischen letzten Frage in die Richtung. Das ist nämlich die, kannst du dich an irgendein Thema erinnern, wo du selber dann im Nachhinein gemerkt hast, Mensch, hier bin ich ja besonders solchen kognitiven Verzerrungen aufgesessen aus deinem eigenen Leben? Ja klar, Dutzende. Ich erzähle euch keine einzige davon. Nein, es ist normal. Also es gibt etliche Situationen. Also eine hatte ich vor gar nicht allzu langer Zeit. Da ging es um eine Marktrecherche zu Büchern anlässlich Buchmesse. Und ich wusste von einem Kunden, ja, großes Unternehmen, eher konservativ, eher solide, eher traditionell. Und ich habe gute Berichte gefunden aus der Presse. Es ging um eine Presserecherche vor allen Dingen. Und der Kunde hat mir klipp und klar gesagt, dass er die, ja, alles um die FAZ, um die Börsenzeitung, um das Handelsblatt herum gerne recherchiert bekommen möchte. Und mir ist erst im Lauf der Zeit tatsächlich eingefallen, also das war ein mehrwöchiger Auftrag, es ging um regelmäßige Updates, ist mir eingefallen, die TAZ, die Tageszeitung Berlin, hat einen herausragend guten Kulturteil für Features, also wenn es um Marktberichterstattungen geht, für die sie dann wirklich auch sehr viel externe Power einkaufen oder sich externe Artikel aus internationaler Presse einkaufen. Und ich bin selbst erst später auf die Idee gekommen, die TAZ also mit in meine Recherche aufzunehmen und hatte dann, das wäre jetzt meine kognitive Verzerrung gewesen, ich habe mich zu sehr vom Standbild meines Kunden beeindrucken lassen und ich hatte dann übrigens auch ein bisschen Probleme, tatsächlich ihm die TAZ schmackhaft zu machen, weil 1-2 Treffer waren wirklich richtig gut. Er hat sie dann wahrscheinlich etwas zähneknirschend mit abgenommen in meinen Recherchedienstleistungen. Aber hier würde ich sagen, das ist so ein typischer Klassiker gewesen. Ich habe mich vom Gegenüber, von meinem Auftraggeber, dem ich auch gefallen möchte, von dem ich auch in einer gewissen Abhängigkeit bin natürlich, er soll mich auszahlen, ich will mein Honorar, ich will ihm also gefallen, er soll mich demnächst wieder buchen und er soll mich nicht aus seinem Portfolio ausschließen, nur weil ich ihm die TAZ geliefert habe, die nicht in seiner Welt existiert. Da würde ich sagen, das ist so eine kleine Vermischung diverser kognitive Verzerrungen gewesen. Das Thema kognitive Verzerrung, das könnte jetzt so ein bisschen im Anschluss daran noch eine Aussage sein. Damit umzugehen ist im Alltag gar nicht so einfach, weil es einfach anstrengend ist. Und es gibt von einem der Autoren, die ich euch auch hier genannt habe, Buster Benson, der kein Psychologe ist und der eher aus dem IT-Bereich kommt, aber sehr viel und sehr Interessantes und auch sehr Alltägliches über kognitive Verzerrung geschrieben hat, der hat eine schöne Strategie entwickelt, um sich mit dem Thema zu beschäftigen. Er sagt, es geht um 4 Stufen. In der ersten Stufe müssen wir erstmal lernen und akzeptieren, es gibt kognitive Verzerrungen. Ich liege da manchmal wirklich komplett falsch, weil mir mein Hirn einen Streich gespielt hat. Die zweite Stufe, ich muss das lernen, regelmäßig wahrzunehmen. Ich muss die beobachten, diese kognitiven Verzerrungen. Ich muss darüber lernen. Ich muss vielleicht sogar mal mir einfach aus Spaß diese 200 Verzerrungen anschauen, die es da gibt. Wikipedia habe ich euch, glaube ich, hier auch genannt. Genau, der Cognitive Bias Codex in der Wikimedia als interaktive Grafik hinterlegt. Das war Schritt 2. Schritt 3, eine weitere Stufe, ein bisschen anspruchsvoller, die kognitiven Verzerrungen zu reparieren. Das ist jetzt so, in dieser Stufe würde ich mich jetzt langsam verorten, nämlich sie zu reparieren, in den Projektteams versuchen, Punkte gerade zu rücken, wie auch schon in den vorhergehenden Fragestellungen angesprochen,
und aktiv zu werden, auch für andere mit den kognitiven Verzerrungen. Und der letzte Punkt ist sozusagen die Masterclass, nämlich den Zustand mit den kognitiven Verzerrungen auch in der Zusammenarbeit, im Zusammenleben mit den anderen zu normalisieren. Stufe 4, Normalisierung. Diese beruht natürlich auch auf der Tatsache, die kognitiven Verzerrungen gehören zum Alltag, sie gehören zum menschlichen Denken, sie sind nichts Unnormales. Wir müssen damit irgendwie umgehen und wir müssen damit in einem Alltag umgehen, in dem sie uns eigentlich nicht mehr als besonders vorkommen, sondern eben als normal dazugehörend. Mit diesen 4 Stufen zu arbeiten, hilft mir immer ganz gut festzustellen, ich fühle mich jetzt nicht so richtig stark, ob ich jetzt noch reparieren kann oder ob ich noch in der Wahrnehmung bin. Und ich kann auch bei meinem Gegenüber sehr schön in vielen Situationen feststellen, auf welchem Level er oder sie sich gerade im Umgang mit kognitiven Verzerrungen befindet. Dazu möchte ich aber mal anmerken, dass gerade, ich sage jetzt mal, im Bildungswesen diese kognitiven Verzerrungen gar nicht verankert sind. Das heißt, ich erlebe das immer nur in der Erwachsenenwelt, im Studium, hier in diesem MOOC, da wird es erwähnt, aber findet keine Verankerung in Schulen statt. Und das ist halt auch eine traurige Sache. Wie kann ich über etwas reflektieren, das ich gar nicht kenne? Das ich echt mal kennenlernen muss? Also da hilft ganz sicher diese 4 Stufen, die ich gerade genannt habe. Vielleicht müssen die Curriculum-Ersteller akzeptieren, dass es kognitive Verzerrungen gibt. Und dann wären die nächsten Stufen, versuchen sie regulär wahrzunehmen, sie zu reparieren und auch sie zu normalisieren. Dass das in ein Curriculum in Schulen, in Lehrzusammenhängen einzubringen, warum nicht? Ja, finde ich eine sehr gute Idee. Ja, weil ich sage jetzt mal, das Thema war mir jetzt heute, ist mir neu unter die Haube gekommen. Und ich finde das sehr interessant und es gibt mir zu denken natürlich. Aber man muss es davon hören. Und ich bin jetzt älteren Semesters und ich finde, es gehört einfach eingebaut in die Schule. Ja, es ist ja unter Umständen, also was ja Gott sei Dank in die Schulen Einzug hält, ist so dieses Thema der Medienkompetenz, ne, dass man sagt, so im weiteren Sinne hat es natürlich etwas mit diesem ganzen Themenspektrum der Informationsbewertung, die ja hoffentlich unter dem Stichwort Medienkompetenz eine große Rolle spielt, hat es ja mit zu tun. Ist schon klar, daran wird gearbeitet. Ich erinnere mich an meine Zeit, wahrscheinlich kam da Barke gerade auf, wo man dann versucht hat, ich sage jetzt mal, diese digitale Kompetenz, aber man hat versucht, Schnittmengen da einzubringen in die Mathematik. Ich war in der ersten Klasse. Das hat zu dem Zeitpunkt leider nicht funktioniert. Da wurde wahrscheinlich Barke zu stark interpretiert. Was ich damit sagen will, ich vermisse da in gewisser Weise ein Fingerspitzengefühl, um solche Themen da einarbeiten zu lassen zu können. Naja, aber es war sehr interessant. Danke dafür. Sehr gerne. Wie hat der gehießen mit den 4 Stufen? Der Buster Benson, das ist hier in der zweiten Zeile bei den Quellen und Autorinnen. Ich habe auch in Chat eine frühere Live-Session von Stefan verlinkt, weil Stefan, du hast mehrfach gesagt, ne, ihr müsst dann mit Argumenten aus verlässlichen Quellen arbeiten. Dann ist ja die Anschlussfrage, wie stelle ich fest, dass eine Quelle eine verlässliche Quelle ist? Und wenn ich mich recht erinnere, hast du in deiner ersten Live-Session, wo es so um Grundlagen der Informationsrecherche ging, einiges dazu gesagt, wie man den Quellen, vor allem eben auch Internet, bewertet. Also wer da nochmal reinschauen möchte, lohnt sich auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, mit Blick auf die Uhr, wir bemühen uns ja immer nicht nur pünktlich zu starten, sondern auch pünktlich zu enden. Stefan, vielen, vielen Dank. Das war wieder unglaublich lehrreich und interessant und auch wieder eine schöne Folien, darf man ja auch mal erwähnen. So, dann bedanke ich mich bei allen, die heute live mit dabei gewesen sind. Das ist immer schön, auch für die Referenten, wenn man live dabei ist, und wünsche noch einen schönen Abend und eine schöne Woche.